Hallo und herzlich willkommen im Sport von meinem Kanal. Ich begrüße ihn recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 21 zum BA Pro Mode. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einem Sieg und einer Niederlage in der letzten Folge versuchen wir heute wieder Siege einzufahren und uns auch in der Division auf Platz 1 zu kämpfen. Mal schauen wir, ob mir das gelingen wird. Wir kämpfen gegen Florida oder wir spielen, besser gesagt, gegen Florida zu Hause. Wir haben die kompletten Vorteile auf unserer Seite und Florida hat den Vorteil der Verteidigung auf ihrer Seite. Na, schauen wir mal. Ich hoffe natürlich immer auf ein geniales und gutes Spiel. Haben wir schon den ersten Fehler gemacht. So. Aber das Zusammenspiel passt mir dann ganz gut. Hätte ja sein können. Aber jetzt hat es. Jetzt hat es. Und ein Tor und das 1:0 vom Tiroler. Bei 56 hat sich nichts geändert. Und wir sind zurück auf dem Eis. Guter Schuss, aber kein Treffer. Da sieht man den Topscorer der Florida Panthers. Alex. Die Top-Assist sind wir nicht dabei. Es sei überall dabei sein. Das war jetzt eine knappe Sache. Da ein bisschen.
Wenn da ein bisschen was schiefgelaufen war, dann war es jetzt was zu was. So, 6,47 bei 10 Sekunden können wir wieder rein und zwar zu 0. Komm schon, komm schon. Und 3:0. Sie soll jetzt gar nicht zu wagen machen. Ich muss da schauen, dass ich ein bisschen Gas gebe. Zu 45, 43. Zu 0. Panthers goaltending change. Number 72, Sergei Bobrovsky, replaced by number 2, Eric Comrie. So, jetzt hat. Jetzt müssen wir einen Angriff aufbauen. Schutt. Schade, schade.
Aber zumindest wenn ein Assist, ein Assist habe ich gekriegt. Mal 1 zu 6 im zweiten Drittel. Dass sie zu 5 Tore schießen, ist jetzt unwahrscheinlich, gell? Und das zweite Tor am heutigen Abend und 7 zu 1. Ja, vielleicht ein Hattrick. Ich hab meinen Hattrick. Ich hab'n. Und 8 zu 1. 16. Tor in dieser Season. Also wenn das jetzt ein Coach nicht passt, dann weiß ich es nicht. ...15:44 ist nur zum Spülen. Knappe 13 Minuten noch, also gute 13 Minuten, sagen wir so. Thank you.
Selbst wenn der Wanderer gestanden war, war es nur ein Assist nur. Entschuldigung. Jetzt, so jetzt, auf geht's. Gewinnen das Ding mit 8:1 zu Hause in der regulären Zeit. Und ein Assist. Ah, 4 und ein Check, so ist die Song. Da ist das zweite und wo ist der dritte? Well, busy night in the National Hockey League. Let's see what happened elsewhere on the ice. The Cats were hoping to play spoiler against the... Was ist so, okay. Die Fiese ist im Boot, das ist klar. Let's take a look at the scoreboard and what went down tonight on the ice. The Sens were looking to steal two against the Jets. Ottawa played one of their strongest defensive games of the year and they get the win. The Islanders battled it out against the Blues. The New York Islanders terrorized the opposition with a magical offensive display. The Hurricanes took to the ice to battle the Sharks. San Jose put on a show in this one, winning big. Don't even think about touching that dial or touching that button. We've got plenty more on the ice, and that's next. Das ist eine andere Frage. Das ist eine andere Frage. Well, let's take a look at how the standings were impacted with some of the final scores around the league tonight. The Senators were hoping their offense would show up in a big way against the Jets. Ottawa toughs one out and pick up the win. The Isles took to the road to match up with the Blues. The New York Islanders triumphed easily in this one.
The Hurricanes were on the road up against the Sharks. Platz. San Jose tore it up on this night and they easily pick up the win. Okay. We got a jam-packed show. We've got a lot more stuff we got to get to, so don't even think about going anywhere. Stay with us. Die kompletten Vorteile liegen auf unserer Seite. So, erster Einsatz war jetzt nicht so erfolgreich. Aber zumindest haben wir jetzt mal das erste Tor haben wir gemacht. Also wir nicht, aber unser Team. Wie so zu spüren in den Drittel. So, zweites Drittel. Ja, das ist besser für mich. Thank you.
gespielt. Auch nichts. So, jetzt haben wir mal den Puck. Hervorragend. So, auf geht's. Letztes, entscheidendes und gefährliches Drittel, meine lieben Sportsfreunde. Das gleiche wird nichts mehr mit dem Star Nummer 3. Anschlusstreffer. Konzentration. Aber zumindest kriege ich einen Assist. Zu Hause wird es jetzt nicht mehr finden, dann wohl 4 zu Hause. Nummer 1 damit 2 Assist. Wie Nidita Star 3.
Nur mal zwei Assist mit eins da. Haben wir drei Stars, drei Tore, vier Assist. Great night to be on the couch and watching hockey. Tons of scores around the league. Let's take a look at what went down. The Canadians were hoping to play spoiler against the Coyotes. Arizona pounded their opponents into submission with a huge offensive effort. The Flames were looking to steal two against the Flyers. Calgary technically was as good as it gets defensively in this one, and they get the win. The Blue Jackets were on the road to take on the Stars. Dallas powers their way to victory, showing a lot of grit in both ends of the ice. Lots more to get to on the ice. Stay with us, everybody. Die New Jersey Devils. Well, busy night in the National Hockey League. Let's see what happened elsewhere on the ice. The Ducks went toe-to-toe on the road against the Blue Jackets. Anaheim totals the opposition with a big offensive night. Amille braucht man noch. Amille braucht man. The Oilers took to the ice to battle the Maple Leafs. Edmonton put on a show offensively in the win. The Flyers look to run roughshod over the Stars. Philadelphia had too much to handle on this night, and they pick up the win. We gotta take a quick break, but we got a lot more coming your way next. Da ist eh klar, erster und da haben wir, sind wir immer noch auf dem dritten, drei Punkte hinter die Winnipeds. Na gut, meine lieben Sportsfreunde, das war's aber für diese sportliche Folge. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Natürlich auch, wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus der NHL mit dem HB bei den Arizona Coyotes weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst man meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch hoffentlich, ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.